Liebe Geschwister, ich komme frisch von einer 11-tägigen Bildungsreise zurück, die ich mit 30 Imamen antreten durfte. Ich komme aus dem Lande, aus dem sehr viele Geschwister ursprünglich kommen, beziehungsweise deren Eltern, die hier nun in Deutschland und im Speziellen auch in Frankfurt leben. Ich komme aus Marokko. Alhamdulillah. Und immer wenn man von einer Reise zurückkommt, ist die erste Frage, die man in der Regel gestellt bekommt: Hast du mir etwas mitgebracht? Und ich habe euch eine Menge mitgebracht. Geschenke aus Marokko. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass die Propheten kein Erbe hinterlassen, außer dem Wissen. Und dass die Gelehrten, weil sie dieses Wissen übernehmen und weitergeben, dass sie die Erben der Propheten sind. Die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Und ähnlich sage ich euch, dass ich euch Geschenke mitgebracht habe, wahrhaftige Geschenke. Sie sind Lektionen für das Leben, Nahrung für die Seele. Zunächst einmal möchte ich über das Reisen an sich sprechen. Ich habe die Verse aus dem Koran, die Ayats aus dem Koran, auf dieses Thema Reise hin untersucht. Und meine kleine bescheidene Forschung hat ergeben, dass Allah Ta'ala das Thema Reisen in 4 Zusammenhängen, beziehungsweise in 3 Zusammenhängen erwähnt. Allah Ta'ala sagt in der 22. Sure, der 46. Vers, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Reisten Sie denn nicht im Lande umher? Das ist eine Aufforderung. Sind Sie denn nicht im Lande umhergereist? Oder haben sie keine Herzen, um zu begreifen? Oder keine Ohren, um zu hören? Und es sind nicht die Augen, die erblinden, sondern die Herzen in den Brüsten der Menschen. Auch das Herz ist ein Wahrnehmungsorgan. Das heißt, Allah Ta'ala erzählt das Reisen zu den Mitteln des Wissenserwerbs. Des Wissenserwerbs. Sind sie nicht auf Erden umhergereist? Das heißt, wenn du reist, solltest du etwas lernen. An anderer Stelle sagt Allah Ta'ala im Koran in der 29. Sure, der 20. Vers, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sag, reist auf der Erde umher. Das ist eine Aufforderung, ein Befehl im Koran. Und schaut, wie er die Schöpfung am Anfang gemacht hat. Das heißt, die Reise als Mittel, die Schöpfung zu untersuchen. Hierauf lässt Allah die letzte Schöpfung entstehen. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Das heißt, die Reise als Weg, um Wissen zu erlangen und im Speziellen in Bezug auf die Schöpfung Allah Ta'alas. Weiter sagt Allah Ta'ala in der 3. Sure, der 137. Vers, قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Schon vor euch sind Gesetzmäßigkeiten dahingegangen. Allah Ta'ala hat Gesetzmäßigkeiten erschaffen, Regeln in der Schöpfung erschaffen. Regeln bezüglich des Menschen erschaffen. Das heißt, ob du nun vor 10.000 Jahren gelebt hast oder heute gelebt hast oder in 10.000 Jahren, so die Erde noch bestehen wird, leben wirst, die Gesetzmäßigkeiten, die das Leben des Menschen regulieren, sind dieselben, waren dieselben und werden auch immer dieselben bleiben. So reist doch auf der Erde umher und schaut, wie das Ende derjenigen war, die leugneten, die für Lüge erklärt haben, die Wahrheiten, die Allah Ta'ala uns offenbarte. Das heißt, in Bezug auf den Menschen und die Geschichte des Menschen ist auch die Reise als Mittel erwähnt, um an Wissen
zu gelangen. Und wir wissen, dass Musa alaihi salam, der damals vorzüglichste der Schöpfung, niemand zu seiner Lebenszeit war erhabener als er unter der Schöpfung. Aber Allah Ta'ala wollte, dass er Wissen erwirbt. Allah Ta'ala hat ihm keinen Lehrer geschickt oder kein Buch herabgesandt für diesen Spezialkurs. Sondern Musa alaihi salam, er musste reisen, und zwar beschwerlich reisen. Und er traf dort einen strengen, einen anstrengenden Lehrer. Und es wurde ihm erstmal untersagt, Fragen zu stellen. All dies können wir in der 18. Sure nachlesen, die meisten von uns ja auch heute gelesen haben, gemäß dem Hadith, dass man dies vor dem Freitagsgebet zu tun hat. Und Al-Khatib al-Baghdadi, er sagt, wahrlich, die Leiden Musas und seine Beharrlichkeit und seine Geduld und seine Bescheidenheit und seine Unterfügung gegenüber seinem Lehrer, all dies deutet darauf hin, wie wichtig das Wissen ist und wie wichtig die Gelehrten bei Allah Ta'ala sind. Als Al-Khatib al-Baghdadi diese Reise von Musa alayhi salam, die in der 18. Sure festgehalten ist, als er zum Propheten Khidr reiste, thematisierte. Das heißt, das Reisen ist ein Mittel, um Wissen zu erlangen, liebe Geschwister. Imam Ash-Shafi'i, möge man mit ihm zufrieden sein, er führte 6 Dinge auf. 6 Dinge, die unerlässlich sind, um sich Wissen anzueignen. Und darunter war natürlich gewesen die Reise. Die Reise. Nehmt euch vor, in den Sommerferien eine anständige Bildungsreise zu planen, zu begehen. Oder verbindet, wenn ihr eure Heimat besucht, beziehungsweise die Heimat eurer Eltern, eure zweite Heimat oder eine von 2 Heimaten besucht, dann belegt beispielsweise noch einen Arabischkurs zusätzlich oder einen Koranleselernkurs. Oder informiert euch über dieses Land. Oft ist es so, dass wenn ich mit Reisenden Zeit verbringe in Frankfurt, dass ihnen Dinge auffallen oder sie mir Dinge über die Stadt Frankfurt sagen, die mir nicht bekannt sind, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin. Warum? Weil der Reisende, seine Augen sind weit offen und sein Interesse ist sehr stark da. Und so sollten auch wir, wenn wir verreisen, mit demselben Wissensdurst diese Länder untersuchen. Weil das Verreisen, liebe Geschwister, es hilft uns, Abstand von alten Gewohnheiten zu nehmen. Dass wir auch das Schlechte zurücklassen können. Dass wir uns neu finden können. Und das Reisen, wenn man zurückkehrt, lässt einen auch dankbar dafür sein, was man hat, aber was man so nicht zu schätzen weiß. Dieses Gefühl der Heimat, der Geborgenheit. Oder wenn man in etwas ärmere Länder reist, dass man einen etwas gehobenen Standard hier hat. Dinge, über die man gar nicht nachdenkt. Diese Kleinigkeiten aus dem Alltag. Aber wenn man für diese Kleinigkeiten aus dem Alltag dankbar ist, weil sie gerade so viel sind, dann ist man ein glücklicher Mensch. Denn die Glückseligkeit, liebe Geschwister, ist im Herzen, nicht im Materiellen. Derjenige, der dankbar ist, der wird glücklich sein, selbst wenn er wenig hat. Und derjenige, der alles hat, aber nicht dankbar dafür sein kann, er ist der unglücklichste aller Menschen. Denn Dankbarkeit bedeutet Besitz. Wenn du Dankbarkeit für etwas empfindest, dann besitzt dein Herz diese Sache. Dann gehört es dir wirklich. Aber wenn du undankbar bist, hast du von dem, was du in deinen Händen hast, in Wirklichkeit gar nichts. Und die Reise, sie wirbelt die Routine auf. Und wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere. Und wenn wir in Gewohnheiten verfallen, dann geht der Geschmack des Lebens verloren. Deswegen verpflichtet Allah Ta'ala auch die Muslime, einmal im Jahr komplett ihre Gewohnheiten umzustellen. Durch das Fasten. Einen ganzen Monat lang wird praktisch die Nacht zum Tage und der Tag zur Nacht. Und die gesamten Lebensgewohnheiten sind deswegen auch umgestellt. Der Schlafrhythmus und der Arbeitsrhythmus, ja, und sowieso das häufige Besuchen der Moschee und das häufige Einladen und Eingeladen werden. Der gesamte Rhythmus
stellt sich, wie gesagt, in diesem Monat um. Und auch dasselbe ist gegeben bei einer Reise. Und die Reise ermöglicht einem auch, wenn man in einer Gruppe verreist, wie beispielsweise zur Umrah, ja, oder zur Hajj. Ja, oder wenn man eine Wissensreise unternimmt. Oder auch eine Freizeitreise, um zu sagen, dann kehren wir noch ernsthafter und gestärkter in unseren Alltag zurück, weil wir uns eine gute Woche mit Halal entspannen konnten. Auf diesen Reisen lernt man sich wirklich kennen. Eine Person sagte einmal zu Omar, dass sie diese oder jene Person kennt. Und Omar sagte, kennst du sie wirklich? Hast du mit ihr Geschäfte betrieben? Oder kennst du ihn von zu Hause aus? Ja, warst du bei ihm zu Besuch und hast gesehen, wie er als Mensch zu Hause ist? Oder bist du mit ihm verreist? Weil Reise, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, sie ist qit'atun min al-'adab. Sie ist ein Stück der Strafe, der Erschwernis. Weil man verlässt das, was man vermisst und man muss mit Dingen umgehen, die man so nicht kennt. Ja, mit Müdigkeit, mit Stress, ja. Man muss sehr geduldig sein auf Reisen. Und unter diesen Umständen lernt man sich sehr gut kennen. Der Charakter des Menschen zeigt sich. Man kann seinen Charakter gut zeigen. Und man wächst zusammen. Ja? Der eine, der schläft mit ganz offenem Mund. Ja? Und das findet man witzig. Der andere schnarcht, da muss man geduldig sein und so weiter. Man wächst wirklich zusammen auf einer Reise und Freundschaften fürs Leben werden auf diesem Weg geschlossen oder werden noch stärker gemacht. Jemand, mit dem ich verreist bin unter dieser Gruppe von 30 Imamen, er ist sehr stark, sehr kräftig. Ich habe das gesehen, ja, es ist bewiesen. Und braucht auch keinen großen Beweis, das sieht man von mehreren Metern. Und er hat gegen jemanden im Armdrücken verloren, von dem man es nicht hätte erwartet, einfach so, wenn man beide betrachtet. Ich war nicht dabei gewesen und er sagte mir übrigens, ich habe im Armdrücken verloren, gegen den und jenen, ja, gegen den Bruder so und so. Und ich sagte, wirklich? Er sagte, ja. Und dann sagte er, er hat eine sehr starke Hand und er greift sehr schnell an und mashallah hat viel Kraft von Allah Ta'ala bekommen. Und irgendwie, ich wollte ihm ein bisschen Erleichterung geben, so, weil das war vielleicht hart für ihn. Er war bestimmt selbst überrascht. Und ich sagte, ja, er hat bestimmt auch eine gute Technik, oder? Es liegt auch an der Technik, nicht nur an der Kraft. Und dann sagt er, nein. Es ist seine Kraft und das ist die Wahrheit. Wal-haqqu yuqal. Und die Wahrheit wird gesprochen. Und ich weiß, wir lächeln jetzt alle so ein bisschen. Aber kennen wir das nicht, diese Konkurrenz? Kennen wir das nicht, wie hart es ist, in einem Bereich der Unterlegene zu sein, den man gerne für sich beansprucht und an einem solchen Moment Ehrlichkeit zeigen zu können. Ja, wir Brüder, wir kennen es vom Fußballspielen. Ja? Der Gewinner hat immer nur Glück gehabt. Beim nächsten Mal wird er schon sehen. Ja? Aber in solchen Momenten, liebe Geschwister, da zeigt sich der Charakter. Die Ehrlichkeit einer Person. Und solche Momente sollten auch wir in unserem Leben kennen und anderen zeigen. Weil dass er etwas zugeben konnte, erleichtert mir wiederum etwas zuzugeben. Und meine Mitmenschen wiederum, weil sie denken, ah, subhanallah, ist gar nicht so schlimm, wenn man mal verliert, oder? Und Allah hat einfach die Gaben verteilt. Und das brauchen wir, gerade weil wir so immer Konkurrenz und ich bin besser, du bist besser und wir sind voll verseucht von diesen ganzen Werbebotschaften von irgendwelchen Sportlern und irgendwelchen Möchtegern-Superstars, ja? Aber Bescheidenheit und Ehrlichkeit, das sind Werte, die sind, ja, geschwächt in unserer heutigen Zeit und die sollten wir wiederbeleben. Was Reisen auch mit sich bringt, liebe Geschwister, dass man Gutes von anderen Völkern, von anderen Kulturen erkennen und für sich übernehmen kann. Allah sagt doch im Koran, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. Und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, auf dass ihr euch gegenseitig kennenlernen möget. Das heißt, Allah Ta'ala, weder fordert er auf, dass es nur noch eine Kultur gibt, ja, die arabische Kultur, und dass sich alles nach der arabischen Kultur zu richten hat. Noch wischt er alle Kulturen weg oder alle Völker weg und gibt keine von ihnen eine Berechtigung, sondern er hat die Menschen in einer Vielfalt erschaffen.
zu Völkern und Stämmen. Und auf Reisen können wir erkennen, was haben andere Völker, andere Kulturen, was wir vielleicht weniger haben. Und das ist meine Geschenktüte für die heutige Chutba. Bescheidenheit. Ich kann sagen, dass das marokkanische Volk, ohne den Einzelnen zu beurteilen, sondern als Volk, als Kultur, ein bescheidenes Volk ist. Woran mache ich das fest? Es ist ein Volk, was aus wenigem etwas macht. Das sieht man am Essen beispielsweise. Es sind ganz einfache Zutaten. Keine exotischen Zutaten, die irgendwo importiert werden. Alles kommt aus dem Land. Und nichts ist grundsätzlich teuer, wenn man es einkauft. Es ist Fleisch, das ist Hähnchen, das ist Couscous, das sind ein paar Gewürze, das sind Mandeln, Rosinen, solche Dinge. Und dann halt schön zubereitet und viel zubereitet. Macht euch keine Sorgen. Das, was so in drei Gängen serviert wird, das wird dann die nächsten drei Tage abgearbeitet, wenn es nicht aufgegessen wird. Ja, da wird nichts weggeschmissen. Man sieht es an der Kleidung. Die hochoffizielle Kleidung. Auch wenn es politische Treffen gibt. Dazu gehört auch, dass man einfach dieses Kapuzen-Jalabiya anzieht. Das sieht man bei den Gelehrten, das sieht man bei Politikern, das sieht man bei ganz vielen offiziellen Ereignissen. Ein ganz einfaches, weiß-gelbliches Jalabiya mit Kapuze. Ja, nicht Gold und Silber und Tritra, Tralala. Einfach. Ich habe gesehen, ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen, wie ein Bürgermeister, es war ein Wutsch da gewesen, wie er so eine Gesandtschaft empfangen hat. Mit diesem ganz einfachen Jalabiya. Man sieht es in den Moscheen. Kein Gold, kein Silber, sondern Holz, Gips. Aber schön geschnitzt. Also diese Stuckarbeiten kann man beispielsweise sehr gut in der Abu Bakr Moschee beobachten oder ich glaube auch in der neuen Taqwa Moschee. Gibt es auch sehr viel Holz und sehr viel Stuckarbeiten. Aber es ist immer noch einfach. Und die Häuser von außen bescheiden. Manchmal sieht man sogar so ein bisschen Reparaturbedarf. Aber innen wieder dasselbe. Aus wenigem etwas gemacht. Aus Holz, aus Gips etc. Und das ist etwas sehr Schönes. Eine gelebte Bescheidenheit im Alltag. Eine gelebte Bescheidenheit im Alltag. Und nicht nur, dass ihr sagt, dass ich nur Lob mitbringe, aber ich will etwas mitbringen, wovon wir profitieren. Mit diesem Auge bin ich dahin gegangen. Als ich mit einigen Marokkanern so gesprochen habe nach meiner Rückkehr, habe ich beispielsweise gehört, als ich von dem Land schwärmte, sagte er, wie lange warst du nur da? Aber ich bin hingegangen, um etwas zu erkennen, was uns fehlt. Etwas, was ich in meinem Leben umsetzen kann. Natürlich, wenn man hingeht und nur kritisieren möchte, wird Allah Ta'ala einem auch Dinge, wird man auch etwas sehen, was man dann zu kritisieren, was man kritisieren kann. Aber profitiert man selber davon für sein eigenes Leben? Nein. Was ich aber kritisieren möchte, bei jedem Essen immer Coca-Cola, Fanta und Sprite. Immer die offiziellen Marken. Und abgesehen von Gründen, politischen Gründen, gibt es auch gesundheitliche Gründe, so etwas nicht zu servieren. Wisst ihr, wie viel Zucker? Kennt ihr jemanden, der 4 Stück Zucker in seinen Kaffee hineintut? Kennen wir jemanden? 4, gut, einer nickt jetzt. Aber ansonsten, 4 Stück Zucker gibt es in Deutschland nicht. Gibt's nicht. Coca-Cola, liebe Geschwister, hat mindestens das Doppelte an Zucker drin. Das, also wenn jemand 3 Stück Zucker in seinen Kaffee reintut, dann gilt er schon als Extremist, als Übertreiber, als jemand, der Allah möge ihn recht leiten sozusagen. Aber in Cola ist mindestens das Doppelte drin. In einem Liter 100 Gramm. 100 Gramm. Das sind über 33 Würfelzucker. Und das immer. Mittags und nachmittags und nachts. Das ist sehr ungesund. Und dann fragt man sich, warum einige so aufbrausend sind. Das liegt an Ernährung. Und subhanallah, die Beziehung zum Koran. Wir waren nicht bei einem Gastgeber eingeladen, ohne dass Koran gelesen wurde.
Immer wenn man irgendwo zu Hause eingeladen wird, wird mindestens einmal Koran gelesen. Manchmal sogar 3-4 Mal. Ja, am Anfang, ja, dann nach dem Tee, dann nochmal zur Verabschiedung. Subhanallah, das ist eine wundervolle Beziehung zum Koran im Alltag. Ja, da braucht man kein großes Fest zu machen oder keinen Vortrag zu organisieren, sondern der Koran ist im Alltag der Muslime dort verankert, subhanallah. Und das würde ich gerne auch, ja, hier so diese Welle, dass sie auch überschwappt, dass wir das kennen, dass wir, wenn wir Gäste haben oder wenn wir irgendwo eingeladen sind, dass wir uns die Zeit nehmen und eine Drittelseite vom Koran lesen. 5 Zeilen vom Koran oder eine halbe Seite, einfach nur vortragen. Oder wenn wir nicht, selbst wenn wir nicht lesen können, dass wir einfach mal den CD-Player anmachen oder ja, ins Internet gehen und uns kurz eine Rezitation anhören, dass das Alltag wird. Koran soll zum Alltag dazugehören. Die Menschen dort sind auch sehr fleißig. Sehr fleißig. Wir haben jemanden gesehen, der zwischen 60 und 70 ist, kann man schwer einschätzen, der rumgelaufen ist, ja, und danach gesucht hat, jemanden die Schuhe zu putzen. Er hat seine ganzen Sachen dabei gehabt und dann ja, hat er sich immer angeboten, Schuhe zu putzen. Und subhanallah, auch wenn man die Schuhe nicht geputzt haben möchte oder wenn sie sauber sind, man sieht diesen Eifer, dann sagt man, ey, bevor ich ihm jetzt irgendwie Geld einfach so in die Hand drücke, was irgendwie beleidigend ist, ja, ist irgendwie so, weil man ist dann so der, ja, die obere Hand ist besser als die untere Hand, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, gehe ich mit ihm einen Arbeitsvertrag ein, ja, ziehe meine Schuhe aus und tu sie irgendwo hinstellen und dann kann er, ja, man muss ja nicht so wie der Boss sich die Schuhe putzen lassen, ja, so, kann man ganz, ganz easy machen. Fleißige Menschen. Ich habe von Menschen die Geschichte erzählt bekommen, dass sie lange, lange, lange gespart haben und sich eine kleine Wohnung gekauft haben. Und 5 Jahre später war die Wohnung das Dreifache wert. Da haben sie sie verkauft und sind in eine bessere Wohnung gezogen, die sie sich gekauft haben. Und dasselbe nochmal und dasselbe nochmal. Und jetzt leben sie in einem Haus. Wisst ihr, manchmal, das Schlimmste, was man manchmal Kindern antun kann, ist, dass man ihnen alle Wünsche erfüllt. Und dass man ihnen sagt, hier hast du 50.000 Euro, mach dir keine Sorgen. Ja? Ja, dann macht er sich auch keine Sorgen. Dann bewegt er sich auch nicht. Wie hungrig waren unsere Eltern gewesen und unsere Großeltern? Sind hergekommen, kein Wort Deutsch gesprochen, ja, ein paar Dirhams in der Tasche und dann arbeiten, arbeiten, arbeiten und Rumgang von Restaurant zu Restaurant, von Baustelle zu Baustelle und ja, ihre Arbeit angeboten. Und am Ende haben sie ihre Wohnung gekauft und am Ende haben sie die Moscheen mitfinanziert und gekauft und. Und die Familie, 50 Leute vom Clan versorgt über 20, 30, 40 Jahre. Was mit uns? Was hat unsere Generation getan? Wir sollen auch durstig sein, wir wollen auch etwas erreichen. Und diesen Biss, den findet man bei sehr vielen Menschen dort in Marokko. Bei sehr vielen Menschen, ja, bei jung und alt. Auch eine Reinigungskraft, wir waren einmal in einer, also bei den WCs, ja, und es war alles in Ordnung, ja. Ich musste nur ein WC bewachen, weil da hat das Schloss nicht funktioniert. Und da habe ich mich mit dem Bruder abgesprochen, er bewacht mich und ich bewache ihn. Ja? Und in der Zwischenzeit kam die Reinigungskraft alle 2-3 Minuten rein, hat einfach nur den Boden gewischt. Einfach nur gewischt, 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 gewischt. Ja, obwohl, gab nicht so eine große Notwendigkeit. Aber bevor die Person einfach nur so rumsteht und das öffnet wieder, ja, eröffnet wieder Segen von Allah. Sag mir, Subhanallah, wie fleißig der ist. Und dann, komm, wir gehen mit dem Trinkgeld. Aber wir sind manchmal faul, liebe Geschwister. Wir ruhen uns auf das aus, was wir haben. Wir sagen, ja, und wenn es nichts wird, dann Hartz IV, ja, dann gehe ich harzen. Ja? Dort, da gibt es kein Harzen, liebe Geschwister. Inshallah nehmen wir das mit, diesen ja, marokkanischen Biss, inshallah. Die Älteren werden verehrt. Oft bin ich an Kindern vorbeigelaufen und die haben Fußball gespielt und dann, ich bin auch noch ein Kind, ja, wir sind alle Kinder irgendwo, ja. Ich wollte dann mal so ein bisschen irgendwas mit dem Ball machen. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, kann ich den Ball haben? Und dann mal, okay, sofort den Ball gegeben. Ja? Hier aus Deutschland, so, ich habe immer so, man hat immer so ein bisschen Angst, was passiert jetzt? Man fragt nach dem Ball und dann, ey, was willst du? Oder dann kriegt man irgendwie so einen Spruch oder so. Ja? Dort, die Älteren werden wirklich, wirklich, wirklich geehrt. Mir hat einer meiner Freunde erzählt, dass es passiert ist, dass drei Jugendliche am Strand gelaufen sind und halt schlecht über Frauen geredet haben. Und der Bademeister hat das irgendwie gehört, also der Verantwortliche, dass da niemand ertrinkt, hat gepfiffen und hat dann zu den Jungs gesagt, schämt euch. Ja?
und hat gesagt, guck, da ist sogar eine Schwester. Und die Jungs haben sich sofort entschuldigt und sind sogar zur Schwester gegangen, so einfach ganz, Entschuldigung, ja, es tut uns leid, und sind sofort abgehauen. Ja? Den Älteren wird dort ein besonderer Respekt erwiesen. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, diejenigen, welche die Älteren nicht ehren, gehören nicht zu uns. Und das ist eine harte Formulierung. Er hätte sagen können, sallallahu alaihi wasallam, ja, benehmt euch gut gegenüber den älteren Mitmenschen. Befehl. Dann ist auch ein Befehl, da gibt es nichts zu diskutieren. Aber schaut, welche Wortwahl er wählt. Sie gehören nicht zu uns, die sich nicht gegenüber den Älteren ehrerbietig verhalten. Und das findet man dann auch in Marokko, subhanallah. Das ist etwas Verankertes. Aber hier, wir wissen alle Bescheid, wie wir über die Opis reden und die Opas reden und welche Witze es über sie gibt. Und wir haben keinen Respekt vor ihnen. Das muss sich ändern in unserem Leben, liebe Geschwister. Wir waren dort auch in einem Altersheim, was sich ein Altersgarten genannt hat. Riyad al-Musennin oder die Gärten für die Älteren. Und dort waren ältere Menschen aufgenommen, was erstmal nichts Gutes ist, dass es ein Altersheim gibt. Es ist erstmal nichts Positives. Es ist ein Zeichen, dass eine Gesellschaft die Älteren eben nicht ehrt. Weil sie nicht die Möglichkeiten für Familien schafft oder weil diese Möglichkeiten nicht suchen, dass die Älteren in Würde und in der Familie alt werden. Und im Koran heißt es, Rindaka, wenn sie bei dir ein hohes Alter erreichen. Und das Wort Rinda bedeutet eine räumliche Zusammenkunft. Mara hätte etwas Übertragenes sein können. Ja? Das heißt, mein Vater wurde mit mir alt, aber er lebt in Indien und ich lebe hier in Frankfurt. Mara. Aber Rinda bedeutet bei dir. Ja, in deiner Adresse, da wo du wohnst. Gut, dieses Heim wurde allerdings für die Älteren eingerichtet, die von einigen Familien halt vertrieben worden sind. Oder die irgendwie in der Straße herumwandelten und verloren waren, in dem Sinne. Und am Eingang von diesem Gärten für die Älteren war der Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama rishibatil muslim. Wahrlich, es gehört zur Verehrung Allahs dazu, dass man die älteren Muslime verehrt, beziehungsweise ihnen Ehre erweist. Das heißt, wenn du Allah Ta'ala Ehre erweisen möchtest, dann sollst du dich auch ehrerbietig gegenüber den Älteren verhalten. Und Omar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, als er einen älteren Juden auf der Straße gesehen hat, der sich nicht um seinen Lebensunterhalt kümmern konnte, sagte er, Subhanallah, wir haben von dir Geld genommen, als du jung und kräftig warst, und jetzt sollen wir dich vernachlässigen, wenn du alt und arbeitsunfähig geworden bist? Niemals. Dann wären wir ungerecht. Und er ging mit dem alt gewordenen Juden zur Staatskasse und sagte, diese Person und jeder, der ihm gleich ist, also jeder, der sich nicht um sich selber kümmern kann, ob Muslim oder nicht Muslim, ja, beziehungsweise die Muslime sind in der Zakat geregelt, also jeder nicht-muslimische Mitbürger in einem Staat, in einem muslimischen Land, er soll monatlich versorgt werden. Ja, das gehört zu unserer Religion dazu, liebe Geschwister. Als wir in diesen Gärten für die Älteren waren, es ist wirklich ein wunderschönes Gebäude und ja, wunderschön, subhanallah. Wir waren etwas unter Zeitdruck gewesen und einige Imame haben angeklopft oder die Tür war bereits offen und haben einfach kurz Salam Aleikum gesagt. Ich habe mit einem Imam gesprochen und habe gesagt, ist das nicht irgendwie auch schlecht, dass wir nur vorbeilaufen und Salam Aleikum sagen und dann wieder rausgehen? Die wollen doch auch vielleicht mit uns ein bisschen reden, ein bisschen Austausch haben, dass man sich hinsetzt und ja. Und dann sagt er, ja, subhanallah, die Zeit ist so knapp und khayr inshallah und besser man macht etwas als gar nichts und so weiter, ja. Gut, und dann habe ich an einer Wand gestanden und mit einem Bruder diese Gedanken geteilt. Und auf einmal geht eine Tür auf und ein Mann steht dort und sagt, Salam alaikum. Ich sage, wa alaikum salam, ja. Und wir fangen an, mit ihm zu reden. Und subhanallah, liebe Geschwister, wir unterschätzen oft ältere Menschen. Wir,
Wir messen ihnen oft gar keinen Wert. Aber es sind Schatztruhen, liebe Geschwister. Umso älter, umso mehr Schätze sind in ihnen drin. Und subhanallah, er konnte Englisch sprechen. Er hat in seinem Leben hart gearbeitet. Seine Hand war ganz rau gewesen. Ja, weil er als Gärtner gearbeitet hat und immer mit hartem Werkzeug und so weiter arbeiten musste. Und wir haben uns 10 Minuten wundervoll unterhalten. Er hat mich in sein Zimmer eingeladen und wir haben ein Foto zur Erinnerung gemacht. Und ich habe ihn nicht danach gefragt, er hat einfach meinen Bart genommen und hat dann den Bart geküsst, während das Foto gerade geknipst wurde. Und solche Gesten, liebe Geschwister, können ein Menschenleben verändern. Solche Gesten, oft vergisst man sie ein Leben lang nicht. Und ich habe mich an den Sahabi Ka'b ibn Malik erinnert, der die Nachricht bekommen hat, dass Allah Ta'ala seine Reue angenommen hat, nachdem er 50 Tage darauf warten musste, weil er trotz Gesundheit nicht zu einer Schlacht ausgezogen ist. Und als Ka'b ibn Malik die Moschee wieder betreten hat, gab es einen Sahabi, ich habe seinen Namen leider nicht bewahren können, der aufgestanden ist und ihn begrüßt hat und zu ihm hingegangen ist und ihn begrüßt hat und ihn beglückwünschte, dass Allah Ta'ala seine Reue angenommen hat. Und Ka'b ibn Malik sagte, diese Geste werde ich ihm sein Leben lang nicht vergessen. Manche Dinge, die Menschen, die wir füreinander tun, wir vergessen sie nicht. Und sie motivieren uns, dass wir auch Gutes tun. Und diese Person hat mich sehr motiviert. Wir sollten zu den Älteren gehen und fragen, was habt ihr gelernt in eurem Leben? Welchen Ratschlag willst du mir geben? Und selbst wenn sie euch keinen Ratschlag geben können, die Bittgebete, die sie sprechen, liebe Geschwister, aufgrund ihrer hohen Stellung bei Allah Ta'ala und aufgrund der hohen Stellung dieses Gottesdienstes, weil letztendlich ist alles Gottesdienst, wenn wir einem Älteren gegenüber Ehre erweisen, ist das auch Gottesdienst bei Allah Ta'ala. Weil alle Rechte gegenüber Menschen gleichzeitig auch Verordnungen von Allah sind. Allein wegen ihrer Bittgebete also sind diese Besuche, sind diese Gespräche sehr, 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 sehr segensreich. Eine ältere Person zwischen 80 und 90. Ja, man weiß manchmal nicht, was in dieser Person drin ist. Auf einmal fängt sie an zu reden, ja, und sagt, Alhamdulillah, ich bin sehr gesund und der Koran ist sehr wichtig und wenn der Todesengel zu mir kommen sollte, werde ich Allah darum bitten, dass er mich nochmal verheiraten soll. Ja? Und da ging es zu einem der Imame und hat gesagt, verheirate mich mit einer Deutschen. Ja? Und dann fing er an zu erzählen, hat wie wunderschöne Ratschläge uns gegeben. Ja? Und viele Bittgebete uns mitgegeben. Unterschätzt niemals eine ältere Person, liebe Geschwister, sondern nutzt dies für euch. F-I-L 7 F-I-L 7 6-1, bitte rausfahren, ansonsten wird die Polizei gerufen. Und wenn es nur darum ginge, dass das Auto abgeschleppt wird, reicht inshallah, aber weil wir gerade unsere Nachbarn stören und die Nachbarn auch eine hohe Stellung bei Allah Ta'ala eingeräumt bekommen haben, der Nachbarn zuliebe, liebe Geschwister, bitte F-I-L 7, Punkt, 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 bitte sofort rausgehen und das Auto woanders parken. Es bleibt zu sagen, was haben wir für unsere Eltern geplant? Auch unsere Eltern werden älter werden. Auch unsere Eltern werden eines Tages pflegebedürftig sein. Was haben wir für sie geplant? Sind wir mit den Pflegediensten zufrieden? Können sie uns das geben, was unsere Eltern verdienen? Wollen wir selber mal vor einem Pflegedienst gepflegt werden? Gibt es vielleicht etwas, was wir in der Heimat organisieren können? Können wir uns vielleicht eine Wohnung anmieten mit 1, 2 Zimmern mehr? Wenn wir eine Frau heiraten, können wir sie auch, ja, suchen wir eine Frau danach aus, dass sie auch mit unseren älteren Eltern auch klarkommt und höflich ist und sie auch, ja, all diese ganzen Fragen, sie sind in unserer Generation selten gestellt. Aber diesen Plan sollten wir alle haben. Und zwar gemeinsam mit den Eltern planen. Wie wünschst du dir, ja, deinen Ruhestand? In welchem Land und was können wir tun oder mit uns oder wie auch immer, dass man das gemeinsam auch thematisiert und regelt. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bin dort einem 14-Jährigen begegnet in Marokko, der mehrere Bücher bei sich hatte. Und er war mit seinem Vater unterwegs und wir waren alle gemeinsam bei jemandem eingeladen. Und der 14-Jährige hat wenig gesprochen und war die ganze Zeit am Lesen. Ja? Und als wir dann am Ende beim Essen Koran gelesen haben, sagt er auf einmal, ich habe eine Beobachtung gemacht. Wir alle sagten, ja. Er sagte, du hast gelesen, dass Allah die Menschen aus den Finsternissen zum Licht führt. Und das Licht ist in der Einzahl erwähnt, weil Allah auch nur ein Einziger ist. Und der Islam auch nur ein Einziger ist. Und der wahre Weg auch nur ein Einziger ist. Aber die Finsternisse, die Irrtümer, sie sind vielfältig. Wir haben alle so geguckt. Ja? Mashallah. Und dann, weil er hat Harry Potter gelesen. Ja, und ich habe zu ihm schon gesagt, guck mal, vielleicht kannst du ein anderes Buch lesen, weil da sind viele verwirrende Inhalte drin. Und ich wollte nach der Regel arbeiten, gib eine Alternative. Nicht nur Haram, 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 sondern ja, ein ähnlich gutes Buch. Abenteuerlich. Und ich sagte, warum liest du nicht Huckleberry Finn? Und dann sagte ich, dass ein sehr wichtiger amerikanischer Schriftsteller, Ernest Hemingway, gesagt hat, dass dies der Beginn der amerikanischen Literatur ist, dieses Buch. Und dass es seitdem nie etwas Besseres gab. Und sowieso nichts vorher. Und dann sagt er, habe ich schon gelesen. Ja? Sagte mal. Und dann sagte mir, du sollst etwas schreiben. Vergiss das Lesen, du sollst etwas schreiben. Und dann sagte er, ich kann in vielen Sachen gut sein, aber schreiben ist nicht mein Feld. Und wir waren alle begeistert von ihm. Sagte er, was möchtest du in Zukunft werden? Und dann sagte er, da, wo ich am nützlichsten bin. Er hat noch keine Antwort gehabt, aber das war sein Prinzip, da, wo ich am nützlichsten bin. Subhanallah, liebe Geschwister. Überall, wo er rumläuft, hat er Bücher mit sich. Und liest und liest und liest und liest und liest. Das ist der marokkanische Biss, liebe Geschwister. Dieser Wissensdurst. Hier haben wir Bibliotheken. Ich war einmal mit Sheikh Mohammed Hashim in der Kinder- und Jugendbibliothek in Frankfurt-Bornheim, ja, die 200 Meter von der Bergerstraße entfernt ist. Bergerstraße voller Muslime. Ja? Saturn Hansa und Woolworth und ja, voller Muslime. Und in der Bibliothek, kein einziger Muslim war an diesem Tag in der Bibliothek. Und da kann man kostenlos sich 30 Bücher, 30 Medien ausleihen, zurückbringen, ausleihen, zurückbringen, ausleihen, zurückbringen. Wo ist unsere, ja, wo ist unser Wissensdurst? Wenn so viele Menschen sterben, weil sie auf Schiffen hier ein besseres Leben suchen, dann wegen solchen Sachen. Aber wir leben mitten unter diesen Gnaden, aber wir nutzen sie nicht richtig. Wir sollten diesen Durst haben, liebe Geschwister. Und dann später sagt er mir, als wir so unter uns waren, guck mal, das mit der Zauberei, das interessiert mich gar nicht. Aber da sind interessante Charaktere in dem Buch drin. Und in dem Moment dachte ich mir nur, Subhanallah, wo sind wir? Wir sollten interessante Werke schreiben. Für unsere Jugend, für Menschen, die gerne lesen. Wir sollten einen Beitrag leisten, dass wir nicht solchen Quatsch wie Harry Potter und Co. brauchen. Ja? Lass uns diesen Durst, liebe Geschwister, mit in unser Leben nehmen. Bildung, Bildung, Bildung. An dieser Stelle, inshallah, sammeln wir für die Aktivitäten der Gemeinde. Seid großzügig euch selbst gegenüber, denn Allah Ta'ala verspricht im Koran, wenn ihr der Sache Allahs helft, so wird er auch euch helfen und er wird euren Füßen festen Halt verleihen. Morgen ist, wie gesagt, auch der Jugendtreff ab 19 Uhr und am Sonntag der Frauentreff ab 14.30 Uhr. Und für weitere Aktivitäten könnt ihr auch unsere Homepage besuchen, iisev.de. Und inshallah wird Allah Ta'ala uns
den Ramadan ein weiteres Mal schenken. Die Prophetengefährten pflegten ein halbes Jahr vor Beginn des Ramadan Allah Ta'ala darum zu bitten, dass auch sie den Ramadan nochmal erleben werden dürfen. Inshallah, oh Allah, bitte lass uns alle den Ramadan erleben dürfen und in ihm gesegnet fasten, beten und spenden. Allahumma Amin. Einer meiner Freunde dort hat mir, weil ich habe ihn gefragt, diejenigen, die um Geld fragen, verdienen sie das oder sind das irgendwie Berufsbettler oder könnten sie arbeiten, aber tun es nicht? Und er sagte, guck mal, mach dir keine Sorgen. Wenn du 10 Cent spendest, wenn du 20 Cent spendest, was hast du verloren? Ich sagte, nix. Ja? Aber du hast deinen Charakter dadurch trainiert, dass du zu denjenigen gehörst, die regelmäßig spenden. Und überlass Allah Ta'ala, dass dieses Geld einen würdigen Empfänger findet. Ja, vielleicht ist diese Person ein Betrüger, aber versorgt Wahrhaftige, ja, mit diesem Geld. Und ich versuchte mich an seinen Ratschlag zu halten und subhanallah, Allah Ta'ala hat Tore und Türen geöffnet dadurch. Einmal war ich ganz unter Zeitdruck, ja. Der Reiseleiter sagte, in einer halben Stunde bist du wieder hier. Und ich musste Geschenke mitbringen, ja, also nicht nur Lektionen, weil die Familie sagt, was Lektionen? Ich will ein bisschen, ja, bisschen was haben von einer Reise, ja. Ich war unter Zeitdruck und ich gab dann einer älteren Person etwas Geld. Und dann subhanallah, direkt danach, weniger als eine Minute, habe ich in einem Geschäft zwei wunderschöne Geschenke für meine kleinen Kinder gefunden. Ja? Das heißt, wenn ihr großzügig seid, Allah Ta'ala wird auch großzügig zu euch sein. Wenn ihr gebt, wird Allah Ta'ala euch auch geben. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, oh Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen. Bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienmitglieder und seine Gefolgsleute und lass uns zu den Letzteren zählen. Allahumma Amin. Bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat und schenke uns Schutz und Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dich um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. Bitte gib uns Gutes im Diesseits und bitte gib uns Gutes im Jenseits und bitte bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers, oh Allah. Allahumma Amin. Oh Allah, bitte verheirate die Unverheirateten unter uns und bitte segne die Ehen. Und bitte beschütze unsere Kinder und unsere Senioren, oh Allah. Bitte helf uns, dass wir als Familie zusammenwachsen. Und bitte unterstütze all diejenigen, die gefoltert sind, die bekriegt sind, die gefangen sind, die in Katastrophen leben, oh Allah, die in Krisengebieten leben, oh Allah, die verzweifelt sind, die Trost brauchen. Bitte unterstütze all diejenigen und all diejenigen, die sich um die Notleidenden auch kümmern. Und lass uns zu denjenigen zählen, die sich um die Notleidenden kümmern, oh Allah. Allahumma Amin. Die deine Segnungen an die Menschen weiterreichen. Oh Allah, bitte da, wo wir faul sind, bitte gib uns den Wissensdurst und bitte gib uns Aktionskraft, oh Allah. Allahumma Amin. Und bitte lass uns all die Chancen und Möglichkeiten nutzen, die du uns hier gegeben hast. Allahumma Amin. Und bitte lass uns nicht mit dem geizen, was wir bekommen haben, sondern es weiterleiten, auf dass es von dir gesegnet wird. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid.